Schnick, schnack, schnuck. Ich fange an, alles klar. 16. Welcher ist dein Lieblings-Emoji? Ja, der Tränen-Lach-Smiley. Ja. Das ist mein Lieblings-Emoji. Okay, schön. Lustig. So, nächste Frage für dich. Die 12. Ja, das gibt's noch nicht. Siehst du Zac Efron ähnlich? Kevin. Ja, Bup. Finde ich. Also ich persönlich finde es jetzt natürlich nicht. Ich sehe mich ja jeden Tag im Spiegel. Höre ich es natürlich ab und zu. Der schlechtere Vergleich, aber trotzdem. Findest du den schönen, den Zac Efron, oder wie? Ja, nein. Was denn dann? Ja, super Schauspieler. Welchen Film hast du denn schon gesehen von dir? Ich kenne keinen Film. High School Musical 8 oder was? Keine Ahnung, Mann. Okay, ja, okay. Okay, wissen. Ich glaube, es war ausreichend Antwort, danke. Ja, die 9. Die 9 oder die 6? Die 6 natürlich. Die 6? Das muss ich mal hier ein bisschen löschen, ne? Was ist dein Lieblingsessen? Pasta in allen Farben und Formen. Ja. Das mag ich am liebsten. Magst du am liebsten? Ja, eine schöne Pasta mal so. Schöne Nudeln. Siesta. Ja, nicht die Aushudi-Dinger. Nee, ich sag das jetzt mal die 9. Oh, tu ich's rein. Spaß. Ja. Also. Kevin, was sind deine 04 Lieblings-Apps? Die 04 Lieblings-Apps? Also meine Lieblings-Apps. Deine Lieblings-Apps, ja, von 04. Was? WhatsApp. 04 Lieblings-Apps. Komm. Das ist nur eins, nächstes, komm. Was? Komm, schnell mal schneller. Noch eins. Noch eins. Also, vier insgesamt. Das ist 0-4, das ist eine Anspielung an den Verein, mit dem wir spielen. Komm. Also, WhatsApp, Insta. Nächstes? Zwei noch. Dann hast du 4. 0-4. Also Instagram, WhatsApp, Kicker-App und wo gehen noch rein? Bildzeitungs-App. Ja, da haben wir die 8. Überlegen hier. Das ist Maria. 8, okay. Welche Zeichentrickfigur wärst du? Welche Zeichentrickfigur? Vielleicht Batman und du bist Robin? Ja, okay, alles klar, mal weiter. Okay, für die Batman. Fritzchens Mutter hat 3 Kinder. Tick, Trick und Track. Hey. Toll. Du akzeptiert das. Ja, ich hab da. Ich hab jetzt nicht so viel Gedanken gemacht. Das ist das Problem, warte. Fritzchens Mutter hat 3 Kinder. Wer ist die Mutter von Fritz? Fratz. Fratz. Alter, Fritz, Alter, ist nicht. Lass mich jetzt. Boah, da schauen wir so dumm aus, wenn wir das Ding gut tragen. Ja, genau. Ist richtig. Sag's für mich. Alles klar. Also, Kevin, seine Antwort wäre Fritz. Also, oder Fritzchen in dem Fall. Wer ist du? Ein. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Also wer hat denn die Fragen so geschrieben? Wer macht es halt wärst? Ein klassischer Silberrücken. Hm? Ja. Ein Silberrücken. Ein Silberrücken. Toll. Das ist gut. Kevin, die Nummer 4. Welches war dein Lieblingsfach in der Schule? Lieblingsfach in der Schule? Deutsch. Ja, war nicht mein Lieblingsfach, war ich am besten bei meiner Abschlussprüfung. Ja. Okay. Lieblingsfach außer Sport ist immer so langweilig. Ich fand Geschichte ganz cool. Okay. Und ein bisschen was die realistisches lernen konnte, was es mal gab früher. Alles klar, machen wir weiter. Ja, die 7 ist auch ganz lustig. Also dich soll ich mit 3 Adjektiven beschreiben? Beschreibe mich mit 3 Adjektiven. Witzig machen wir auf jeden Fall. Offen. Ja.
Und lebensfroh. Alter, schönes Wort. Das ist ein schönes Wort. Bist du einverstanden? Ja, passt. Ich bin dran. Die 15. Was wärst du geworden, wenn du kein Fußballer geworden wärst? Also wie Profi. Okay, kurz und knackig. Weiter. Eins. Mein letztes Konzert war Ed Sheeran. Schön. Ja. Und hat es dir gefallen? Ja, das war super. Schön gesungen, ne? Toll, toll. Ja.